Hey. Oh, scheiße. Was geht ab, meine Freunde? Hier ist wieder euer Boy, DVDN, aka Dirty Dotto, gib mir mehr. Willkommen zur, ich glaube, siebte Folge. Ist jetzt sogar schon zur siebten Folge von dem bestbewertesten YouTube-Beat-Review-Format. Feedback Friday ist es, die siebte Folge. Das heißt, wir sind schon eine Folge mehr als die neue Staffel Game of Thrones, die übrigens super scheiße ist. Nur, dass ihr es alle wisst. Leute, guckt es nicht an, es ist kacke geworden. Danke dafür, für das gute Writing, super geil. Aber dafür wollen wir nicht mal jetzt länger Zeit verschwenden, weil da wäre ich einfach nur sauer. Wenn euch das Format gefällt, dann lasst ein Like da, schreibt schön in die Kommentare, welchen Beat ihr am besten fandet und subscribt natürlich den Channel, um nicht zu verpassen und natürlich die Glocke. Und zwar heute haben wir wieder vier nice Producers am Start und zwar deren Beats ich mir anhöre. Und wo ich dann so ein bisschen Feedback gebe von meiner Seite, also nicht irgendwie so krass professionell, sondern einfach nur so meine Meinung, so frei aus dem Bauch heraus. Wir haben heute zwei neue und zwei Ehrengäste im Prinzip. Ich fange jetzt einfach mal an und zwar mit dem JNR. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie du ausgesprochen wirst. Schreib es mir nochmal in die Kommentare, weil ich glaube, auf der E-Mail steht Gino, also soll glaube ich Gino heißen. Aber nur einfach nur, dass ich es mal wieder, ne, also es ist irgendwie hin, den richtigen Namen hin. So, und der hat den geschickt, den Beat EXP 130 BPM und ich bin gespannt. Bin mal gespannt, was da ist. Okay, schon mal crazy Sample. Oh, aber fällt mir schon mal gut, so von der Distortion her. Hat so alles so leicht distorteden Sound. Ach, Geno, glaube ich, ne? Und jetzt kommt Drop. Also Geno ist es auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig hoffentlich ausspreche, ist es ein recht unorthodoxer Beat. So am Anfang dachte ich hier so noch, okay, das wird so ein Vibe-Ding. So, weißt du, so ein bisschen spacig, bisschen Vibes und so. Aber dann packst du hier die Banger-Schiene aus, wenn die Drums einsetzen. Ich muss sagen, ich finde die Drums auch sehr clean, die sind gut gesetzt, das heißt irgendwie ist es nicht zu viel, ist nicht zu wenig. Aber diese eine Bassnote holt mich irgendwie ein bisschen raus aus dem Ganzen. Die hier. Aber ich glaube tatsächlich gar nicht, dass du einen Fehler hast. Ich glaube, das hast du extra gemacht, um halt diesen Stil so ein bisschen zu catchen. Aber ich weiß nicht, irgendwie mich persönlich holt das so ein bisschen raus aus der Geschichte, manchmal so. Also ich sag persönlich, mir hätte, glaube ich, der Beat so in der vibey, chilligen Variante vielleicht ein bisschen besser gefallen. Aber geht alles schon in eine gute Richtung. Ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Sachen gehört von dir und so und da ist der Progress auf jeden Fall da. Deswegen, Geno, sage ich, mach auf jeden Fall safe weiter. Machst du sehr gut. Und ja, Drums hast du drauf. Melo ist auch nice. Aber vielleicht so ein bisschen entscheiden, okay, gut, auf welchen Vibe willst du abcatchen, aber ich glaub, du wolltest eher schon dann auf den Banger und ich habe das vielleicht nur ein bisschen falsch interpretiert. Aber ja, weiter so auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt nächstes zu Kid Cloudy. Er hat den Beat geschickt, Swisher, bin ich mal gespannt. Da steht auch kein Type, gar nichts und so. Ich meine, das ist einfach nur ein Beatname, warum nicht? 3,20, bin gespannt. Doch Bounce. Oh Bruder, bitte gib mir eine Kick. Bitte lass noch eine Kick rein. Sonst riech durch. Kid Cloudy always.
Oh, jetzt nochmal schön eine Bass Bridge, Alter. Claudi, wirklich heftiger Beat, ist wirklich ein Brett. Ich muss sagen, die Flöte ist richtig fresh. Dann auch noch dieser Lead-Synthi, den du hier oben drin hast. Da bei der Hook, warte, mal versuchen. Hat so richtig nice Richard Kid-Feeling. Ich habe das Album auch wirklich sehr tot gepumpt, so von ihm. Und so solche Vibes kriege ich da, weißt du? Ich glaube, so ein bisschen mehr hätte es noch rausholen können mit dem Mix und so. Aber sonst von den Drums, Alter, Vibe perfekt getroffen, so. Kick hast du auch drin. Da war ich kurz besorgt, ich denke so, oh scheiße, wenn jetzt keine Kick kommt, die 808 noch ein bisschen supportet, ne. Dann raste ich aus, aber hast du gut gemacht. Ich mag auch deine Soundauswahl sehr, ist auf jeden Fall sehr zeitgemäß, passt auch zu den Style von Beats. 808 auch nice gesetzt. Könnte vielleicht vom Sound ein Ticken dreckiger sein, so, aber es ist halt wieder so eine Mix-Sache. Aber ich glaube, wenn du da noch dich ein bisschen ranhängst, Digga, ist richtiger Hit und so. Hat auf jeden Fall Mad Vibes, deswegen auch wirklich Hut ab, Digi. Ist ein super nicer Beat. So, dann kommen wir als nächstes wieder zu jemandem, der schon länger dabei ist. Boy Who Made a Hit. Und zwar diesmal sogar mit YouTube-Beat, Alter. Diesmal mit Quavo Travis Scott Barbies Type Beat. Also der Beat heißt Barbies. Auf jeden Fall wieder mit den nicen Flutes am Start. Oh, gefällt mir auch sehr gut mit den, mit diesen Springy Bells. Immer ein bisschen schwierig, wenn man so tiefe Flöten durchgehend in einem Beat hat, weil die halt sehr viel Platz wegnehmen, so von den Frequenzen her. Und ist, glaube ich, dadurch auch immer so ein bisschen schwierig, dann so einen guten Mix zu finden, gerade wenn dann so viel im Beat passiert, weil hier hast du ja noch die Hook. Das finde ich wieder geil, wo dann noch die hohe Flöte kommt, aber vielleicht wäre es so eine Möglichkeit gewesen, dass du für die Verses irgendwie noch einen Filter auf die Flute packst, nochmal Growth Speed, Halftime drauf. Und dann einfach so ein bisschen Abwechslung. Ich finde, das ist halt immer so ein bisschen kritisch, finde ich. Aber ansonsten ist es solider Beat. Die Drums sind auch nice gewählt. Ist ein solides Ding. Auf jeden Fall weiter so. Ich fand trotzdem, der eine, den du geschickt hast, dieser Mo Bamba, Digga, uiuiui, das war echt ein heftiges Brett. Aber kriegst trotzdem ein Like von mir auf jeden Fall noch. Deswegen Shoutouts auch an dich. Den haben wir als letztes. Unser letzter Producer für die heutige Folge ist Baron Beats, mit dem habe ich auch mal kurz bei Insta geschrieben. Er hat geschickt Luciano Samra Type Beat Focus und den höre ich mir jetzt an. Oh, aber cooles Cover auf jeden Fall. Nach Baron Beats. Beste. Okay, Baron, zu deinem Beat. Ich muss sagen, der gefällt mir sehr gut. Der ist sehr melodisch. Ich mag auf jeden Fall diese Gated Pads, die in der Hauptmelo spielen. Du hast auch diese kleinen Vocal-Sachen hier noch drin. Gerade in dem Breakdown finde ich das sehr geil. Ich finde, die geben dem Ganzen auf jeden Fall noch richtig
gute Prise Vibes. Vom Mix kann ich auch nicht meckern. Würde ich aber sagen, ist, glaube ich, mehr so ein Samra-Type-Beat, so, weißt du, so ein bisschen melodisch, bisschen düster, aber trotzdem noch relativ modern. Ich meine, er passt auch so von der Geschwindigkeit, Samra nimmt ja auch so recht schnelle Beats und so. Drums sind auch clean, aber finde ich geil. Ist auf jeden Fall ein sehr fresher Beat, ich mag auch dein Artwork sehr gerne, ist mal was anderes. Und besonders gefallen mir auch die Strings, die dann in der Hook und in den Bridges spielen, so, die sind cool gemacht. Und auch wenn die In Memoriam Bells meiner Meinung nach schon gut ausgelutscht sind, finde ich, hast du die hier nochmal gut integriert und ich meine, die sind halt vom Sound einfach Killer. Also kannst du halt Badass sagen, man kann aber auch richtig schön chillige Melos mitmachen. Von daher auch Soundauswahl, fresh, finde ich geil. Und deswegen auf jeden Fall Shoutout an dich. So, das war's dann auch mit der 7. Folge von Feedback Friday. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und schreibt in die Kommentare, welchen Beat ihr am besten fandet. Und wer weiß, vielleicht seid ihr das nächste Mal auch dabei. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist unten in den Kommentaren, dann pinne ich die nochmal an. Und wenn ihr sowieso nicht schon gemacht habt, dann abonniert gerne diesen Channel, um nichts zu verpassen.